Ja, ist irgendwie untergegangen im Adventskalender-Vorbereitungsgedönse. Das Video ist schon älter, also jetzt nicht so alt, aber ich glaube irgendwie 6 Wochen oder um den Dreh. Und inzwischen ist es natürlich gar nicht mehr aktuell, das Thema um den Dannenröder Forst. Da ist kaum noch was übrig von dem, was gerodet werden sollte. Und die Aktivisten sind meines Wissens auch inzwischen abgezogen bzw. abgezogen worden. Das heißt, der Konflikt ist, er hat sich jetzt mehr oder weniger erledigt. Nichtsdestotrotz können wir ja mal drüber sprechen und das würde ich jetzt gerne tun. Und dann noch ein kleiner technischer Hinweis. Das ist dann gedreht worden, als ich gerade noch nicht so patent mit dem Ton gewesen bin. Daher wechselt zwischendrin hin und wieder mal ein bisschen die Lautstärke. Das könnt ihr dann selber eben über den eigenen Lautstärkeregler noch ein bisschen regulieren. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Und ja, und damit zur Sache. Hallo und herzlich willkommen im Keller. Heute Dannenröder Forst. Schon mal gehört? A49 Ausbau. Der eine oder andere wird da sicherlich wissen, wovon ich da spreche. Und ich habe mich dazu ganz lange nicht geäußert, obwohl schon ganz lange ein Thema ist. Einfach weil ich mich ausführlich mit der Situation beschäftigen wollte, mir auch mal genau angucken wollte, was ist denn eigentlich der Hintergrund des Ganzen. Und grundsätzlich ist es immer ein bisschen schwierig für mich, ne? Da wird mir häufiger angetragen, da und da und dort, da soll Wald gerodet werden, weil X. Ja? Und das ist oft so, ganz oft auch in diesem Fall, dass das irgendwelche Beschlüsse sind, die zum Teil sehr, sehr alt sind. Da soll halt irgendwas gebaut werden, ja. Und dafür soll eine winzig vergleichsweise, ja, muss man immer vergleichsweise sagen, wichtig, geringe Menge Wald entsprechend gerodet werden. Das ist schon, ja, es tut immer ein bisschen weh und man möchte das ungern haben, aber erstens, manchmal kann man einfach, wenn man versucht, einen ganzheitlichen Blick auf die Situation zu bekommen, nachvollziehen, warum da was gebaut werden soll, beziehungsweise man wird vor Ort, oft vor Ort, erstens mal ein paar Gegner finden, man wird aber auch immer Befürworter finden und meistens, nicht immer, aber meistens gibt es dann doch irgendwelche Argumente, weshalb da Wald gerodet werden soll. Und dann spielt es natürlich halt schon für mich wirklich auch immer eine Rolle, wie viel Wald ist denn das eigentlich, was da gerodet werden soll? Ich habe mich schon nicht besonders beliebt gemacht beim Hambacher Forst. Da habe ich auch erstens mal die Aktivisten nicht so cool gefunden. Ja, diesmal sind sie mir ein bisschen sympathischer. Und zweitens habe ich mich nicht so beliebt gemacht, weil ja grundsätzlich ich jetzt nicht hingestanden bin und gesagt habe, absolut überhaupt gar keine Frage, spielt überhaupt keine Rolle, was sonst irgendwie die Rechtslage ist, der Wald muss unbedingt da erhalten bleiben. Gut, letztendlich, auch ohne mein besonders tatkräftiges Zutun, hat es ja funktioniert und der Hambacher Wald steht noch. Das ist was Schönes, das ist wirklich definitiv was Schönes. Und jetzt müssen wir aber doch auch mal vergleichen, was da funktioniert hat, ist jetzt die große Motivation für eben die Aktivisten, die im Dannenröder Forst hocken. Und da im Prinzip, wenn es nicht sogar die gleichen sind, könnte ich mir gut vorstellen, dass die von gerodet zu der Rodung von rodungsbedrohtem Wald zu rodungsbedrohtem Wald weiterziehen. Ha, schwierig, ha, Deutsch. Ja, jedenfalls, das muss man jetzt schon ein bisschen differenziert betrachten. Worum ging es denn beim Hambacher Forst? Da ging es darum, dass ein mittelmäßig wertvoller Wald, jetzt nichts unglaublich krass super Wertvolles, weichen sollte für Braunkohleabbau. So. Jetzt ist es so, dass Braunkohleabbau erstens niemanden direkt was bringt. Eine Autobahn schon. Ja? Da haben Leute, die da in der Nähe wohnen oder da gerne hin möchten, haben da einen handfesten Vorteil für ihr Leben, wenn es jetzt so Standardleute sind, also Leute, die einen PKW besitzen, die irgendwo arbeiten und da möglicherweise hinfahren müssen. Oder auch nicht Standardleute, die ein Häuschen besitzen, das sich in einer kleinen Ortschaft befindet, wo derzeit die bisherige Straßenführung durchgeht, wo dauernd die
LKW vor lang, entlang brettern und die dann überhaupt keinen Spaß am im Garten hocken haben. Also das wären jetzt so zwei Profiteursgruppen, ja. Die gibt es beim Bau einer Autobahn. Das sind so die Klassiker. Erstens Beruhigung, weniger Lärm für die Anwohner der bisher stark befahrenen Straße. Zweitens bessere Verkehrsanbindung für diejenigen, die davon profitieren. So, was für Vorteile unmittelbar für die örtliche Bevölkerung hat es denn, wenn man den Braunkohleausbau vorantreibt? Was gab es denn da an Befürwortern für die Fällung vom Hambacher Forst, für das weitere Rumgebaggere dann nach Braunkohle? Naja, im Wesentlichen Mitarbeiter und eben RWE selber, die da eben ja weiter ihren Job in Anführungszeichen machen wollten. Also im Fall der Mitarbeiter würde ich wirklich sagen, die wollten halt ihren Job machen. Im Fall von RWE selber habe ich auch damals gesagt und finde ich heute umso mehr, nachdem das jetzt auch feststeht, dass der Kohleausstieg beschlossen ist, muss man unbedingt nicht zwingend versuchen, bis zu diesem viel zu späten, viel zu späten, dieses politische Statement muss ich unbedingt bringen, Kohleausstieg, der da beschlossen worden ist, muss man nicht versuchen, bis dahin jetzt unbedingt noch jedes Quäntchen Kohle aus Deutschland rauszuquetschen, was bei uns noch rumliegt. Ja? Also das halte ich für wirklich nicht zwingend erforderlich. So gesehen, umso besser, dass mit dem beschlossenen Kohleausstieg jetzt auch der Wald dann eben entsprechend stehen geblieben ist. Ich hoffe, er wird es noch eine ganze lange Weile bis hin zu so lange, wie der Wald halt als Bestand, als solcher Bestand hat, bleiben. Ja, aber ja, ganz klar, also da war das Argument, der Wald soll bleiben als Symbol für die Natur, als Symbol des Kampfes gegen die Kohle und so weiter. Da hat man also emotional auf einer ganz, ganz anderen Ebene gekämpft, weil wirklich niemand sagte, ich will aber diese Kohle unbedingt haben. Das ist total wertvolle Kohle. Ich brauche die für mein Seelenheil. Ja, das ist ein viel schlechteres Argument. Eine Autobahn hingegen, ja, so beschissen Autobahnen auch sind, ich benutze sie auch. Na, und ich denke, unter meinen Zuschauern wird sich auch der eine oder andere finden, der hin und wieder mal eine Autobahn benutzt. Ja, großes Argument der Gegner dieser Rodung diesmal ist vor allen Dingen, dass ja die Verkehrswende Vorrang vor dem Neubau von weiteren Autobahnen haben sollte. Dem möchte ich mich absolut anschließen. Halte ich auch für wertvoll und wichtig, dass man da mehr Zeug auf die Straße, auf die Schiene bringt und weg von der Straße und da wirklich ein bisschen modernere Konzepte entwickelt, als einfach, wir haben mehr Autos, ja, dann bauen wir einfach noch mehr Autobahnen. Das wäre schon auf jeden Fall wichtig. Ich komme da dann später im Fazit auch nochmal dazu, weshalb der Neubau von einer Autobahn ein Schaden ist, den man auch nicht ausgleichen kann, auch wenn genau das versucht wird. Das ist auch durchaus zentrales Thema dieses Videos. Ich werde das hoffentlich im Titel noch irgendwo deutlich machen, auch wenn ich bisher noch gar nicht drüber gesprochen habe. So. Was wollte ich sagen? Genau, worum geht's denn überhaupt? die A49... A49 soll eben fertig gebaut werden. Die letzte Trasse fehlt noch. Fragt mich jetzt nicht, wo das genau von wo nach wo geht. Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Aber das kann man jederzeit ergoogeln. Einfach mal kurz A49 entsprechend schlau machen oder auch mal einen der verlinkten Artikel. Ich werde euch da so ein paar Pressemitteilungen eben zum geplanten Fertigbau verlinken. Da steht dann auch genau drin, von wo bis wo das jetzt gehen soll. Das ist zu weit weg von mir. Deshalb kenne ich mich da jetzt mit den einzelnen Ortschaften und Geografie gar nicht so besonders gut aus, ehrlich gesagt. Ja, jedenfalls, es geht um 85 Hektar Wald insgesamt. Davon sind inzwischen noch übrig ca. 27 Hektar, wobei diese Zahl auch schon ein bisschen älter ist. Ich hatte mir das rausgeschrieben vor einer Woche und bin seitdem nicht dazu gekommen, jetzt das Video zu drehen. Das heißt, es sind schon nicht mehr 27 Hektar. Es ist inzwischen noch mal ein wenig weniger, sagen wir mal so. Ja, also zum aktuellen Zeitpunkt könnte man vielleicht noch, oh, sagen wir einfach mal 20 Hektar, keine Ahnung, ob das stimmt, Wald überhaupt noch retten. So, war es legitim, dass man wegen 85 Hektar den ganzen Aufstand gemacht hat und die ganzen Wälder besetzt hat und dann Mords, Tamtam und Demo und Aufreg, Aufreg? Das meine ich jetzt nicht negativ, ja? Also bitte nicht falsch verstehen, das ist einfach Ben-Rhetorik, betrieben hat. Ja, gut, 85 Hektar, das ist
Wenn man jetzt mal so im Arbeitsbereich eines normalen, leider überarbeiteten, aber das ist normal, deutschen Försters das ausdrückt, dann ist das die Fläche, die man mit circa 0,05 Förstern, ungefähr 0,05 Förster, dessen Arbeitsgebiet. Ja? Also ein 20stel Förster wäre quasi zuständig, um dieses Stück Wald beförstern. Und das ist vielleicht eine Zahl, mit der man eher was anfangen kann als mit den 85 Hektar. Es ist also wirklich ein sehr, sehr kleines Waldstück. 85 Hektar ist gerade groß genug, um theoretisch, wenn das einer Person zusammenhängend gehören würde, eine Eigenjagd zu sein. Das heißt, man dürfte sein Jagdrecht da gerade so selber ausleben. Und das ist auch ungefähr die Größe des Waldes, von der eine Person bei guter Bewirtschaftung und guter Ausgangslage, wenn die Person anfängt, davon leben zu wollen, auch ungefähr leben könnte. So, also was heißt eine Person? Also ein Ehepaar, eine kleine Familie, ein Haushalt, halt so ungefähr. So in diesen Größenordnungen bewegen wir uns mit den 85 Hektar Wald. Langfristig von leben können. Ja, nicht mal eben alles Holz umhauen und dann 10 Jahre ins Haus und Braus und danach ist man pleite, sondern wirklich langfristig. Drum mal eben einen kurzen, großen Gewinn für alle 50 Jahre oder wo so. Das kann man auch mit ganz wenigen Hektar Wald schon durchaus machen, aber so richtig, richtig langfristig von leben rein vom Holz, das wird dann schon schwieriger. Was natürlich auch noch möglich ist, dass man alternative Methoden noch verwendet, um aus dem Wald Geld zu schöpfen und sich zum Beispiel in Friedwald reinstellt und dann eben entsprechend Gräber verhökert. Das ist durchaus lukrativ, weil gestorben wird bekanntlich immer. Ne? Das also kurz mal, von wie viel Wald reden wir eigentlich. Und es sind jetzt eben noch circa, sagen wir jetzt mal, 20 Hektar übrig. Die sind durchaus wertvoll. Das ist nämlich nochmal so ein bisschen so ein Problem. Der Hambacher Forst, der war jetzt nichts unglaublich Wertvolles. Das war so ein ganz netter Wald, schon hübsch anzuschauen. Und es ist ein ganz netter Wald, schon hübsch anzuschauen. Aber da ist jetzt nichts drin, was so unglaublich wertvoll wäre. Jetzt hingegen im Dannenröder Forst, und ich weiß halt nicht, habe ich keine verlässliche Quelle gefunden, die da in der Hinsicht objektiv ist, und ich schaffe es gerade auch nicht hinzufahren und zu gucken. Aber ich weiß nicht, inwiefern das betroffen ist, aber es gibt in diesem Dannenröder Forst schon auch entsprechend Bäume, die ein Alter haben, das eine Rolle spielt. Ja? Also das ist schon so, dass man da einige, das habe ich mir jetzt gar nicht genau aufgeschrieben, einige wirklich ältere Exemplare von, ich glaube 250 war im Raum, Jahren rumstehen hat. Und sowas ist schon wertvoll. Und es gibt inzwischen auch das Methusalem-Programm fast deutschlandweit, das besagt, dass abgesehen von Eichen, alle Bäume über 140, also fast deutschlandweit, wie gesagt, erstmal stehen bleiben sollen. Beziehungsweise erstmal heißt für immer. Ja, bis sie halt von alleine dann irgendwann automatisch das Zeitliche segnen. Das kann mal früher, das kann mal später der Fall sein, aber die sollen erstmal stehen bleiben. Ausgenommen Eichen. Warum bei Eichen anders? Naja, weil Eichen durchaus 200-300 Jahre lang bewirtschaftet werden und es dann geplant ist, sie überhaupt zu fällen. Und man hätte einen enormen Wertverlust und kann das dem Besitzer dieser Eichen nicht zumuten, dass der jetzt über Generationen darauf gewartet hat, dass diese Eichen jetzt unglaublich wertvoll sind und für den Ururenkel, das damals vom Großvater angelegt, Urgroßvater angelegt worden ist, und jetzt darf der Ururenkel die Eichen nicht umschneiden. Es mag Leute geben, die das freiwillig drauf verzichten, aber andererseits, da geht es wirklich dann um so viel Geld. Man könnte es ausgleichen. Man könnte es wirklich sagen, aus der Staatskasse ausgleichen, dass man sagt, ja okay, dann kriegst du jetzt halt das, was die Eichen wert sind, und dafür bleiben die stehen. Das wäre eine Option. Ja, aber einfach zu sagen, nö, die dürfen jetzt nicht mehr gefällt werden, dafür kriegst du nichts, das wäre einfach ein bisschen, ja, mit deutschem Recht einfach ein bisschen schwierig zu vereinen. Und kommt darauf an, ob der Besitzer jetzt halt sowieso schon sehr, sehr reich ist oder der Besitzer wirklich irgendjemand Kleines ist, dem man dann auch ein bisschen zusätzliches Geld gönnen würde. Das ist halt immer die Frage, ne? So,
jedenfalls ökologisch sehr wertvoll sind alte Baumarten, Baumexemplare in jedem Fall. Und das führt natürlich dazu, dass damit schon Wald verloren geht, der einen gewissen Wert besitzt. Und zusätzlich gab es in diesem Wald, das ist auch der Grund, weshalb sich dieser Prozess super lange hingezogen hat, Kammmolche. Kammmolche, das neue Symboltier des Naturschutzes. Ja. Das ist ein Molch, der ist selten und mehr muss man zu diesem Molch im Grunde für die Thematik hier jetzt auch gar nicht wissen. Nicht, dass ich den Kammmolch irgendwie schlecht machen möchte, das ist ein tolles Tier mit Sicherheit, wie jedes Tier. Aber der hat dafür gesorgt, dass es so lange gedauert hat, bis der Ausbau der A49 jetzt überhaupt fortgesetzt werden kann. Man ist da also seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder sowas um den Dreh am Diskutieren und eben am Klagen. Und warum das jetzt aktuell gerade überhaupt so akut ist, dass da jetzt gefällt werden soll, liegt daran, dass die Gerichte jetzt eben die letzte Klage abgewiesen haben in letzter Instanz. Das heißt, nochmal vernünftig geklagt werden kann da nicht. Und damit ist jetzt Schluss. Also das ist jetzt durch alle Instanzen gegangen. Das wurde damals vom Bundestag beschlossen, dass die A49 mit den entsprechenden Konsequenzen, also sprich dem fehlenden Wald, gebaut werden soll. Sämtliche Klagen dagegen aus Naturschutzgründen, aus Wasserschutzgründen, wegen den Kammmolchen und was den Leuten sonst noch so eingefallen ist, sind halt alle abgewiesen und damit ist die Rodung jetzt behördlich geregelt, beschlossen, legal und angeordnet. So, und das führt uns jetzt dazu, dass wir anders als beim Hambacher Forst hier nicht RWE gegen das waldverliebte deutsche Volk, wir sind ja ein großes Volk von Waldliebhabern, das ist so, ja, absolut, haben. Das war da so. Hier haben wir das waldliebende deutsche Volk gegen einen kleinen Teil des deutschen Volkes, das da in der Region halt eben nun mal lebt. Und da hat man nie in der näheren Umgebung, über all die Jahre, die dagegen diesen A49-Ausbau gekämpft worden ist, hat man nie eine Mehrheit bei der örtlichen Bevölkerung bekommen, die tatsächlich gegen den Ausbau der A49 gewesen wäre. Also das war nicht mehrheitsfähig, diesen Ausbau aufzuhalten. Jetzt auf einmal, wo es konkret wird, würde man wahrscheinlich aus anderen Teilen von Deutschland eben durch die zusätzliche mediale Aufmerksamkeit durch die Aktivisten im Wald eine deutschlandweite Petition wahrscheinlich starten können, die mehr Stimmen zusammenbekommt gegen den Ausbau als für den Ausbau, aber das Ding ist halt vom Bundestag beschlossen und der Rechtsweg, mir persönlich ist Recht halt eben nun mal nicht ganz egal, kann man anders sehen, ist ja auch in Ordnung, ja? Kann jeder sehen, wie er lustig ist, aber solange man es nur so sieht, solange man sich nicht drüber hinwegsetzt, das wiederum ist nicht in Ordnung, aber das kann ich jetzt wirklich nicht behaupten, sonst würde ich ja sagen, Gesetze brechen ist okay. Sollte man öffentlich nicht sagen. Ja. Kommt so ein bisschen drauf an, welches Gesetz. Ja, also auf gut Deutsch, der Autobahnausbau ist beschlossen, die Waldrodung ist beschlossen und das alles ist auch durch unser Parlament abgesegnet, auch wenn das lange her ist. Dann hat man halt damals die falschen Leute gewählt, wie so oft bei Entscheidungen vom Parlament. Soll ja schon häufiger vorgekommen sein, dass man für seine persönlichen Interessen leider die falschen Leute gewählt hat. Oder zu viele andere die falschen Leute gewählt haben, die jetzt diejenigen sind, die an der Macht sind oder damals bzw. damals an der Macht waren, weil der Beschluss ist, wie gesagt, schon etwas älter. Das nennt man Demokratie. Ja, da kriegt man nicht immer das, was man haben möchte, sondern eben das, was über zwei Ecken die Mehrheit entschieden hat. Dazu noch kurz ein Exkurs auf die Schweiz. Was machen die da richtig? Die haben da ja ihre schönen Volksabstimmungen. Ich kriege hin und wieder von meiner Frau mal eine zugespielt und darf mir das durchlesen. Wie läuft das ab, grob? Jetzt Erklärung von Deutschen für Deutsche. Ihr Schweizer wisst das sowieso besser. Ich habe ein paar Schweizer Zuschauer, deswegen. Es gibt da so einen lustigen Zettel. Den kriegt dann das Stimmvolk, also die entsprechend zur Stimmabgabe berechtigten Schweizer, kriegen dann eben entsprechend so ein kleines Heftchen. Dazu gibt es einen Stimmzettel, das kommt per Post. Und dann kann man sich eben entweder dann später den Stimmzettel irgendwo einwerfen, glaube ich, oder man schickt ihn per Post dann irgendwie zurück. Und in diesem Heftchen stehen jetzt dann, je nachdem wie viele gerade anstehen, wie viele Abstimmungen,
die entsprechenden Themen, die abgestimmt bzw. dem Stimmvolk vorgelegt werden sollen. Aktuell war zum Beispiel gerade, bzw. ist jetzt dann, wenn es nicht sowieso schon gewesen ist, die Frage, ob Schweizer Unternehmen im Ausland die gleiche Sorgfaltspflicht haben müssen wie in der Schweiz selber. Soll heißen, ein Schweizer Unternehmen, das in Papua-Neuguinea hockt, müsste die gleichen Arbeitsbedingungen und die gleichen Umweltstandards anwenden auf die Umgebung, also nicht landesspezifische Umweltstandards von Papua-Neuguinea, sondern die Schweizer Umweltstandards in Papua-Neuguinea anwenden. So, und die Schweizer Umweltstandards, die sind heftig. Ja, und auch für Beschäftigungsverhältnisse weiß ich jetzt gerade nicht, aber primär ging es, glaube ich, um Umweltstandards. Das also ist ein Vorschlag, der von irgendeiner Schweizer Partei, das kriege ich jetzt im Detail nicht zusammen, ne? Ich bin ja kein Schweizer, kam und eben so dann jetzt zur Abstimmung steht. Dann ist es üblich, dass sich zu diesen Abstimmungen die Regierung der Schweiz einmal äußert, beziehungsweise auch das Parlament, das ist ganz kompliziert, ja, bitte fragt mich jetzt nicht nach Details, dann müsste ich meine Frau jetzt nochmal fragen, aber die Organe des Staates sozusagen, die äußern sich zu solchen Abstimmungen. Ja, also was das Volk abstimmt, das bleibt dem Volk überlassen. Aber die entsprechenden Organe des Staates haben die Chance, da in dieses Papier, was halt die Abstimmung erklärt, reinzuschreiben, was sie davon halten. Und in dem Fall ist es so, dass der Schweizer Staat in Anführungszeichen der Meinung ist, dass das viel zu weit geht, diese Abstimmung, dass das völlig schädlich für die Wirtschaft wäre und im Grunde absolut übertrieben. Das ist so dass die wesentliche Aussage, soweit ich das noch zusammenkriege. Und deshalb empfehlen sie dem Stimmvolk, diesen Vorschlag abzulehnen. So, gleichzeitig darf aber auch Gehör finden mit der gleichen Seitenanzahl in diesem Heftchen diejenigen, die den Vorschlag gemacht haben und den Vorschlag gut finden, und die haben dann entsprechend so und so viele Seiten A5 Platz, um Argumente zu bringen, weshalb das eben aus ihrer Sicht eine tolle Idee wäre, wenn man eben dieses Schweizer Recht auch für Schweizer international tätige Unternehmen im Land, wo sie tätig sind, anwenden würde. So, und dann bringt jeder seine Argumente vor und im Endeffekt gibt es das einmal in der Kurzfassung, einmal in der Langfassung, also die Nicht-Ben-Version und die Ben-Version. Und ja, dann darf der Schweizer eben entsprechend, sofern er dann zum Stimmvolk gehört, abstimmen. Ja, finde ich gut, soll so kommen. Oder nee, will ich nicht, ist abgelehnt. Oft ist es jetzt so, dass man eben aufgrund dieser bundesweiten, also Schweiz-bundesweiten Abstimmungsgedönssachen, sehr mächtig, ja, das Volk ist sehr mächtig. Man kann, wenn man im Volk einen Rückhalt hat, kann man eben durch diese direkte Demokratie Sachen durchkriegen, die bei uns niemals irgendein indirekt gewählter Politiker, wir wählen ja die Leute, die für uns sowas abstimmen, in den Bundestag, und können da dann direkt keinen Einfluss drauf mehr nehmen. Deswegen kommt eben in der Schweiz hin und wieder mal ein Gesetz durch, was keine Chance hätte, jemals durch den Bundestag zu kommen, weil es objektiv für einen Berufspolitiker völliger Unsinn wäre. Ein paar Beispiele von Regelungen, die es deshalb eben in der Schweiz gibt. Mein persönlicher Favorit ist die Luftwaffe. Die Luftwaffe fliegt von Montag bis Freitag irgendwie 8 bis 16 Uhr und danach ist die Luftwaffe außer Dienst. Sollte also danach irgendjemand die Schweiz luftraumstechnisch angreifen wollen, dann müssten Deutschland, Österreich oder Italien oder Frankreich, ich weiß nicht mehr, welche Länder, da mit der Schweiz zusammenarbeiten, um den Schweizer Luftraum abzusichern, wenn die Schweizer Luftwaffe gerade außer Dienst ist. Auf gut Deutsch ist die Schweizer Luftwaffe also erstens mal völlig lächerlich, Entschuldigung. Die Schweizer Demokratie ist großartig, da kein Thema. Ja? Und ich finde das auch richtig und wichtig, dass damit auch kleine Blödsinnsentscheidungen durchkommen können. Aber man muss dann halt auch damit leben können. Ich meine, wir Deutschen sind ein Entwicklungsland im Vergleich zur Schweiz, sagt meine Frau immer so schön. Aber auch nur Schweizer oder Norweger können Deutschland als Entwicklungsland bezeichnen. Ja? Das sind, glaube ich, die beiden Länder auf der Welt, die das gefahrlos machen dürfen. Ja. Jedenfalls.
es kommen halt manchmal wirklich irrwitzige Gesetze durch und derzeit ist es durchaus, nicht, dass ich jetzt irgendwelche Schweizer in irgendeiner Form beeinflussen möchte, bei dem, was die da wählen oder nicht wählen, aber es ist durchaus ein Thema, ob nicht dieses neue Gesetzesvorschlag dann eventuell nicht durchkommt, nicht vielleicht sogar durchkommt. Und es ist in der Schweiz auch relativ üblich, dass diese Volksinitiativen, also diese Volksabstimmungen, oft wenig Wahlbeteiligung haben. Und dadurch, dass dann nur die Leute dann wirklich abstimmen, die da echt ein Interesse dran haben, dass das durchkommt oder dass das eben entsprechend nicht durchkommt, kommen dann manchmal ganz kleine Volksabstimmungen, die gefühlt niemanden interessieren, die eigentlich völliger Quatsch sind, objektiv betrachtet und nach allgemeinem Völkerrecht und der Meinung von Berufspolitikern absoluter Quatsch sind, die kommen dann hin und wieder schon mal durch, weil wenn da nur 10% der Schweizer überhaupt an der Abstimmung teilnehmen und davon sind 8% eben Leute, die das extrem wichtig finden, weil es irgendwelche zum Beispiel radikalen Ökos sind, also radikal ist jetzt zu viel gesagt, intensive Ökos, ne? Dann wäre das tatsächlich vorstellbar, dass sowas durchkommt und dann hat die Schweizer Wirtschaft eben den Salat, mit sowas dann umgehen zu müssen. Ja? Und ich bin mir sicher, jetzt mal, warum ich das erzählt habe überhaupt mit der Schweiz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir in Deutschland auch so ein System hätten, was ein Unterschied ist, ob man 8 Millionen stimmberechtigte Einwohner, nee, noch nicht mal, noch mal weniger, 8 Millionen Einwohner hat die Stadt Schweiz, davon sind noch längst nicht alle stimmberechtigt, oder halt eben 80 Millionen von der Sorte hat. Da ist der bürokratische Aufwand für solche direkte Demokratie einfach ein anderer. Zumindest habe ich das damals so gelernt, dass man direkte Demokratie nur dann wirklich umsetzen kann, wenn man eben ein kleines Land ist, wo die Dienstwege noch halbwegs überschaubar sind. Und dazu kommt ja noch, dass in der Schweiz jeder Kanton noch sein eigenes Süppchen kocht und davon haben die, glaube ich, 21 und noch ein paar Halbkantone irgendwie so. Genau. Ah, da werde ich wieder Ärger von meiner Frau kriegen, dass sie das immer noch nicht auswendig weiß. Ist alles super. Ja, also die Demokratie in der Schweiz, die finde ich großartig. Das ist beispielhaft. Da kann sich jedes Land der Welt viele Scheiben von abschneiden und dann ist immer noch genug für die Schweiz da. Ja, also das muss ich auch mal sagen. Ich mecker ja gerne an der Schweiz rum und viele Schweizwitze, aber diese direkte Demokratie, ach, wenn wir das doch auch nur hätten. Tja. Tatsache jedenfalls, wäre das so, hätten wir das, mit Sicherheit wäre dieser Autobahnausbau gestoppt. Ja, wir haben inzwischen so ein Naturbewusstsein in der Bevölkerung, oder zumindest eins, das groß genug ist, dass die Leute, die da weit genug weg sind und sich denken, ja, persönlich habe ich nichts von dieser Autobahn, da möchte ich lieber mehr Wald haben, dass die dann tatsächlich wahrscheinlich das gestoppt hätten. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, aktuell nach deutschem Recht keine Chance mehr, das noch irgendwie aufzuhalten. Drum finde ich es dann auch immer schlimm, wenn die Polizei der große Buhmann ist, deren Job es dann nun mal ist, geltendes Recht durchzusetzen. Was sollen sie denn machen? Hm? Die Arbeit verweigern, weil sie persönlich der Meinung sind, dieser Wald ist jetzt super, super wichtig. Dann könnten sie hin und wieder auch mal die Arbeit verweigern, wenn sie der Meinung sind, der Mord war gerechtfertigt. Oder, ach, dieser Verkehrsunfall, der interessiert mich jetzt nicht. Oder, nee, ich sitze gerade so bequem, ich komme jetzt nicht, wenn bei dir eingebrochen wird. Und solche Sachen. Deswegen finde ich schon ganz gut, dass die Polizei sich eben nicht aussuchen kann, wann sie ihre Arbeit macht und wann nicht. So, das war der allgemeine völkerrechtliche und sonst wie Teil. Wir kommen jetzt zur Natursituation und zu dem Bereich, wo ich dann durchaus ein Fachmann bin. Bisher war das ja nur persönliche Meinung. So, wir gehen jetzt davon aus, dass wir nicht mehr in der Lage sind, irgendwie zu verhindern, dass eben das letzte bisschen Wald, was da noch gerodet werden soll, noch gerodet werden wird, um eben den Ausbau der Autobahn fortzusetzen. Gut. Was können wir jetzt tun? Ja, wir kriegen das also nicht anders hin. Wir möchten aber doch bitte gerne, dass das so umweltfreundlich wie irgendwie möglich vonstatten geht. So. Und da wir uns jetzt in Deutschland befinden, kommt jetzt die Eingriffs- und Ausgleichsregelung zum Tragen, die da steht in § 14 Bundesumweltschutzgesetz. Und da steht mehr oder weniger drin, dass derjenige, der einen unvermeidbaren Eingriff in die Natur vornimmt, der Bundestag hat eben nun mal beschlossen, dass der Bau dieser Autobahn angeblich unvermeidlich sein soll,
derjenige, diesen Eingriff vornimmt, das ist in diesem Fall das Bauunternehmen, das da zuständig ist. Wie heißen die denn? Deges heißen die, Firma Deges, nur der Vollständigkeit halber. Die sind nicht der Feind. Ja, das wäre jetzt nochmal wichtig. Die sind halt ein Autobahnbauunternehmen. Das allein ist keine schlimme Sache. Ja. Ja. Jedenfalls muss dann derjenige, der eben diesen Eingriff vornimmt, auch für geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sorgen. Das soll heißen, in der Theorie muss genau der Schaden, wie auch immer man Schaden definiert, der hier angerichtet wird, ausgeglichen werden. Und in der Praxis ist das quasi unmöglich. Ja. Das wäre also jetzt schon mal der springende Punkt. Man kann nicht kompensieren, dass für den Bau einer Autobahn, ich glaube 250 Hektar waren irgendwo im Gespräch, Fläche versiegelt werden muss. Für das weitere Stück der Autobahn, das da jetzt eben noch gebaut werden soll. 250 Hektar versiegelte Fläche könnte man nur dann wirksam ausgleichen, allein die Flächenversiegelung, wenn man irgendwo anders 250 Hektar versiegelte Fläche entsiegeln würde, sprich den Beton wegreißen. So, das heißt, wir befinden uns nun in der Situation, dass wir den Ausbau dieser Autobahn nicht mehr wirklich verhindern können, egal was wir tun, es sei denn, wir haben eine kleine Armee im Hintergrund oder sonst irgendwas. Aber ich denke, mit rechtlich legalen Möglichkeiten wird sich da nicht mehr allzu viel erreichen lassen. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in einem Ausmaß wie beim Hambacher Forst zu erzeugen, um damit dann eine derartig große Meinungsmacht hinter sich zu haben, dass sowas noch gestoppt werden kann, wird jetzt auch nicht mehr passieren. Und die paar Aktivisten, die da jetzt noch im Wald hocken, das kann man jetzt toll finden, das kann man jetzt blödsinnig finden, das spielt auch überhaupt keine Rolle, aber die werden daran nichts mehr ändern können. So, das heißt, was ist der nächste Schritt? Die Autobahn wird gebaut werden und der geneigte Naturfreund hat jetzt eigentlich nur noch die Möglichkeit, darauf zu hoffen und das gegebenenfalls vor Ort ein bisschen zu überprüfen und da mal genau der Firma Deges auf die Finger zu schauen, die da für den Autobahnausbau zuständig ist, was die denn an Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den Autobahnbau dahinstellen in die nähere Umgebung. Denn in Deutschland gibt es den Paragraph 14 Bundesumweltschutzgesetz und anhängende Paragraphen. Also ich will jetzt nicht jedes kleinste Detail von dem Ding aufzählen, aber ganz grob steht da ungefähr drin, dass derjenige, der einen unvermeidbaren Eingriff vornimmt, diesen durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ausgleichen muss. So. Unvermeidbar ist der Eingriff zwar nicht gewesen, aber da der Bundestag beschlossen hat, dass er trotzdem gerechtfertigt ist, gilt er damit jetzt leider dann eben als unvermeidbar. Und das heißt, die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen müssen entsprechend stattfinden. Der Eingriff selbst ist aber okay. So, was sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen? In der Theorie, so wie es das Gesetz vorsieht, soll im gleichen Maße wie ein Eingriff in Naturgüter stattfindet, dieser dann durch Aufwertung und Wiederherstellung und sonstige halbwegs schwammige formulierte Maßnahmen soll ausgeglichen werden, der Schaden, der durch den eigentlichen Eingriff entsteht. Das ist relativ beispielhaft, sehr recht simpel bei Wald, denn wenn du 85 Hektar Wald rodest, dann musst du halt 85 Hektar Wald wieder aufforsten. Buff. Das Problem ist jetzt allerdings, ganz so simpel ist es dann doch nicht, weil es soll ja genau der entstandene Schaden ausgeglichen werden. Das heißt, wenn man 85 Hektar alten Laubmischwald rodet, dann müsste man eigentlich 85 Hektar alten Laubmischwald irgendwo anders wieder hinstellen. Und das geht halt eben nicht. Man kann ja nur jungen Wald aufforsten. Und beziehungsweise erstmal sehr, sehr jungen Wald und der wird erst in 250 Jahren dann wieder 250 Jahre alt sein. Und der reine Waldschaden, wenn wir jetzt nur den Schaden am Wald betrachten wollen, der ist dann halt erst in 250 Jahren wirklich überhaupt ausgleichsfähig. Schwierig, zumal wir nicht wissen, was in 250 Jahren entsprechend mit der Waldentwicklung überhaupt passiert sein soll.
soll heißen, kann man diesen Waldverlust, diesen vollständigen Waldverlust, das ist nochmal ein wesentlicher Unterschied. Es geht ja nicht darum, dass der mal eben kurz mal 2, 3 Bäumchen gefällt werden und sofort wieder neue hinwachsen. Das Ökosystem als solches bleibt mehr oder weniger gleich. Es gibt nur geringfügige Änderungen im Waldbestandsgefüge, die durchaus natürlich sind. Der Wald ist immer ein Mosaik aus alten und jungen Waldbeständen, auch wenn es ein Urwald ist. Dann gibt es das genauso, wie es jetzt auch in einem gut gemachten Forstwirtschaft entsprechend imitiert wird. Ja. Gibt natürlich schon noch ein paar Unterschiede und ich will jetzt nicht sagen, ein Urwald ist gleichwertig mit einem Forst. Es gibt aber durchaus Forste, wenn sie gut gemacht sind, die fast in vielerlei Hinsicht an einen recht natürlichen, fast Urwald, weil Urwälder gibt es auf dem ganzen Planeten nicht mehr, heranreichen. Ja? So. Das kann man also nicht ausgleichen, da der Wald ja vollständig weg ist. Das gesamte Ökosystem wird vernichtet. Rodung ist anders als ein simples Bäumefällen mit einer andersweitigen Nutzung der Fläche als Wald gleichzusetzen. Wenn du also rodest, dann stellst du hinterher ein Gebäude drauf. Wenn du rodest, baust du hinterher eine Autobahn. Wenn du rodest, machst du einen Parkplatz draus. Irgendwie sowas in dem Stil. Wenn du einfach nur abholzt, wenn man einen negativ behafteten Begriff nehmen möchte, dann fällst du Bäume, aber es bleibt Waldboden. Neue Bäume werden da in kürzester Zeit hochwachsen, für Waldverhältnisse kurze Zeit, und dann schließt sich der Bestand wieder und der Wald bleibt Wald. Es ist dann ein jüngerer Wald. Ja, aber es bleibt Wald. Das ist ein springender Punkt, den wir unbedingt im Hinterkopf behalten müssen. So, damit wissen wir jetzt also, was nach Gesetz der angemessene Ausgleich für 85 Hektar gerodeten Wald wäre. Ist das möglich zu erbringen? Wie schon gesagt, erst in 250 Jahren, also kurzfristig gesehen erstmal nicht. Die notwendige Fläche an Wiederaufforstung wurde interessanterweise schon durchgeführt, zumindest große Teile davon. Also die Firma Degis hat sich, was das angeht, hinsichtlich der Aufforstung wirklich nicht lumpen lassen. Das muss ich zur Kenntnis nehmen, dass das gut gelaufen ist. Angepflanzt haben sie Laubmischwälder, genau das, was sie quasi auch weggenommen haben, mit guter forstlicher Praxis. Das sind also ordentliche Anpflanzungen. Hoffen wir, dass diese dann auch eben halten werden und jetzt nicht in den nächsten Jahren aufgrund von jungen Wäldern sind immer empfindlich, viel Ausfall stattfindet. Sollte Ausfall stattfinden, sind sie allerdings verpflichtet, da dann auch nochmal für Ersatz zu sorgen. Also es muss im Grunde, so sieht es das Gesetz vor, eine Pflege dieser Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen über die nächsten 30 Jahre stattfinden. Im Fall von den Wäldern wäre, wenn man die jetzt 30 Jahre lang wirklich noch beobachtet und guckt, ob die sich denn schön entwickeln, ist sichergestellt, dass sie nach den 30 Jahren sich auch weiterhin schön entwickeln werden, weil interessant sind eigentlich die ersten paar Jährchen Forstkultur, ob die halt eben hochkommt oder ob die nicht hochkommt, und dann ist sie raus. Dann wird sie weiter wachsen, wenn es bis dahin gepasst hat. Ja, also da ist der Pflegeaufwand nicht besonders hoch. Größeres Thema ist, dass ja alles von dem Eingriff ausgeglichen werden soll. Also nicht nur 85 Hektar Wald fehlen, sondern 250 Hektar Land werden versiegelt, damit eine Autobahn gebaut werden soll, kann. Ja, es werden Brücken vermutlich angelegt, es wird vermutlich ein gewisses Terraforming, eine Einebnung der Fläche und sonstiges Zeug stattfinden. Ich bin jetzt kein Ingenieur und weiß genau, was beim Autobahnbau jetzt, worauf es darauf ankommt. Aber ja. Das sind auf jeden Fall noch erheblich mehr Sachen, die da gemacht werden, als einfach nur die 85 Hektar Wald. Und damit müsste der Umfang der Ausgleichsmaßnahmen auch insgesamt entsprechend größer ausfallen. So, und hier muss ich jetzt erstmal auf meinem Zettel ein bisschen was lesen. Wir sollten jetzt erstmal um einem roten Faden halbwegs folgen. Halbwegs, das muss uns reichen. Mehr kriege ich heute nicht hin. Generelle Kritik an Ausgleichsmaßnahmen durchexerzieren. Ja? Diese Idee der Ausgleichsmaßnahmen per se, das ist sicherlich nicht verkehrt, ja, und es hätte schlimmere bzw. schlechtere Lösungen gegeben, nämlich einfach, es gibt keine Ausgleichsmaßnahmen. Wäre definitiv eine schlechtere Lösung gewesen. Von daher, ja, immerhin kriegen wir etwas. Es ist aber längst noch nicht so toll, wie es theoretisch sein könnte. Mögliche Lösungen, was man da noch verbessern könnte, ich bin jetzt kein Politiker, das wäre jetzt halt eben auch wieder die Frage, wie man das in der Politik durchgeboxt bekommt, würde alles Geld kosten. Und das ist wie immer der große wesentliche Faktor, denn
generelle Kritik. Erstmal, das System funktioniert schon mal nicht wirklich, weil zu wenig eigentlich nötige Maßnahmen nicht oder nicht in erforderlicher Qualität stattfinden. Also die tatsächliche Umsetzung von der grundsätzlichen Prämisse, dass der Eingriff vollständig und in all seinem Umfang ausgeglichen werden sollte, das hat man jetzt dann in diversen Studien untersucht und festgestellt, das findet einfach nicht statt. Warum findet das nicht statt? Es ist doch gesetzlich vorgeschrieben, weil die Kontrollinstanz fehlt. Zweites Problem. Die unteren Naturschutzbehörden wären eigentlich zuständig. Es gibt keine eigene Behörde und keine eigene Kontrollinstanz des Bundes, die für solche Sachen zuständig wäre. Man müsste also ein eigenes, jetzt bin ich mal ganz frech und sage, ein eigenes Ministerium für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen als Unterministerium des Umweltministeriums ins Leben rufen, dafür ganz viel Geld in die Hand nehmen und da ein paar Mitarbeiter einstellen, die nur dafür zuständig sind und ausschließlich dafür durch Deutschland zu tuckern und sich Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen anzugucken und Fachleute natürlich, die das auch bewerten können, um dann zu bewerten, ob die denn eigentlich geeignet sind. Das ist nämlich das eine, geeignet, wichtig, ganz wichtig. Die sind nämlich oft nämlich nicht geeignet. Und zweitens im ausreichenden Maß. Und drittens über mit der ausreichenden Pflege, über die ausreichende Zeit, also diese 30 Jahre, auch wirklich betreut werden. So, und diese Kontrollbehörde, die fehlt, die untere Naturschutzbehörde, die da quasi zuständig ist, ist keine Chance. Keine Chance. Die haben irgendwo pro Landkreis gefühlte 2 Mitarbeiter, die sich um einen Haufen Bürokratie kümmern sollen und vielleicht einmal pro Woche irgendwo ein bisschen was von Natur und Landschaft zu sehen kriegen. Ja, also das kannst du vergessen. Ich bin jetzt kein großer Kenner der unteren Naturschutzbehörden, aber die sind definitiv völlig überarbeitet, wenn sie, beziehungsweise was sie bisher so tun, kriegen sie, glaube ich, schon einigermaßen hin. Ich will jetzt auch nicht sagen, die machen nur Schwachsinn. Das stimmt schon nicht. Die arbeiten schon, aber erstens sind es Beamte und zweitens, das können die nicht leisten. Dafür ist die Personalstärke einfach zu niedrig. Das ist also auch ein Regierungsproblem, das man politisch lösen müsste, dass die Kontrollbehörde fehlt. Grundsätzlich sind all diese Maßnahmen ein gigantisches Bürokratiemonster, wo kein Mensch durchsteigt. Sollte also heißen, hätten wir eine reine Kontrollbehörde, die das und überprüft, dann hätte es die auch wahrscheinlich 3 Tage mindestens die Woche damit zu tun, überhaupt irgendwelche Anträge zu studieren, irgendwelche lustigen Formulare auszufüllen und zu überprüfen, ob andere Formulare richtig ausgefüllt sind und so weiter. Also wie vieles in Deutschland, ein furchtbares Bürokratiechaos. Ja, versuchen wir schon seit längerem zu lösen. Ich befürchte, das wird wohl nicht möglich sein. Ja, keine Vernetzung von Maßnahmen, sondern jeder kocht sein eigenes Süppchen, habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben. Das ist auch ganz entscheidend. Ein Punkt, den man, wenn man das besser machen würde, könnte man das gesamte Ausgleichs- und Ersatzsystem mindestens 50% wirksamer gestalten, indem nicht die zuständige Firma, in diesem Fall hier jetzt für den Autobahn zuständige Firma Degis, irgendwelche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die ihnen sinnvoll erscheinen, dahinstellt. Man kriegt auch nur begrenzt fachliche Beratung, ob denn diese Maßnahmen überhaupt sinnvoll sind, weil da wäre ja wieder die untere Naturschutzbehörde und die hat bekanntlich keine Zeit. Aber die Firma Degis macht, das machen sie schon ganz ordentlich. Also das ist ein Positivbeispiel, eher, ne? Die generell negative Sache mit den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Also bitte wirklich nicht über die Firma daherziehen. Die können da gar nichts dafür. Aber schön wäre es einfach, wenn es eine Möglichkeit bzw. eine generelle Pflicht gäbe, dass man solche Maßnahmen mit anliegenden Maßnahmen kombinieren muss. Beispiel, eine Autobahn und ein Flughafen werden 100 Kilometer auseinander irgendwo hingestellt. Ja? Beides ist derartig ausgleichsintensiv, dass man zwischen Autobahn und Flughafen ein relativ fettes Naturschutzprojekt umsetzen könnte, wenn sich beide zusammentun würden, um da ein richtig hilfreiches Großschutzgebiet zum Beispiel hinzuklatschen oder im Rahmen dieser doppelten Ausgleichsmöglichkeiten die Landschaftszerschneidung durch die Autobahn in einem angemessenen Umfang zu korrigieren. Das heißt, diese Autobahn kriegt in wirklich vernünftigen Abständen Grünbrücken drüber.
dass allein mit der Autobahnausgleichsnotwendigkeit zu bezahlen würde nicht reichen, zusammen mit dem Flughafen, dann hingegen schon. Der Flughafen ist punktuell zwar eine riesen Schweinerei für die Landschaft, ja, punktuell, aber er hätte für unser Gesamtökosystem immerhin mal den Vorteil, dass er keine Wanderwege diverser Tierarten oder Pflanzen, die wandern auch nur langsam, zerschneidet. Ja, und so gesehen wäre eine komplett mit Grünblöcken ausgestattete Autobahn eine bessere Ausgleichsmaßnahme als ein Biotoptümpel für Frösche neben dem Flughafen. Ja? Um es mal deutlich zu machen, weil so läuft das ab. Wenn du einen Flughafen baust, dann stellst du hinten dran noch einen kleinen Tümpel oder auch einen großen Tümpel, je nachdem, oder viele kleine Tümpel und forstest irgendwo 300 Kilometer weiter, wo gerade noch ein Acker zu kaufen war, forstest du noch ein bisschen Wald auf. Fertig. Ne? So in dem Stil. Gut, aber das sind Details, da kommen wir gleich zu. Viele Maßnahmen, die man als mögliche Ausgleichsmaßnahme treffen kann, sind, die werden überproportional toll eingeschätzt. Prominentestes Beispiel und wirklich eins der häufigsten überhaupt ist eine Fischtreppe. Eine Fischtreppe im Rhein irgendwo, beispielsweise Staustufe Iffezheim. Das ist eine große Staustufe, wo die großen fetten Rheinfrachter mit Kies oder was auch immer, die beladen sind, in ganzer Länge, also wirklich die großen Schiffe, hochgehoben werden, um auf dem Rhein weiterzufahren, damit die Strömung ein bisschen geringer oder ich weiß gar nicht, welche Gründe es hat, dass es diese Staustufe gibt. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Aber jedenfalls werden da die großen Pötte hochgehoben. Diese Strecke, die der Rhein da eben entsprechend hochgehoben werden muss, damit er weiterfließen kann, beziehungsweise runtergehoben, also der Rhein kommt von oben und dann werden die Schiffe runtergehoben und dann fließen sie weiter. Das heißt, also die Fließrichtung ist schon so. Ne? Sonst müsste man ja gegen die fließen, das wäre ja Quatsch, egal. Jedenfalls, da gibt es auch eine Lachstreppe, damit der Lachs bis in den Bodensee überhaupt kommt. Ne? Also das Meer hoch und bis in den Bodensee und noch ein bisschen weiter dann in die Alpen oder wohin auch immer er da fließen, schwimmen möchte. Ja? Das ist natürlich nicht möglich, weil an dieser Staustufe, wenn die wirklich ohne irgendwelche fischtauglichen Alternativen, wo die Fische durchkommen, die Wasserstraße blockieren würde, dann wäre es mit Fischen aus dem Meer bis zum Bodensee vorbei. Da gibt es noch mehrere Stellen im Rhein, wo es, glaube ich, solche Barrieren gibt, aber ich kenne mich da, wie gesagt, nicht so genau aus. Baut man jetzt so eine Fischtreppe als Firma, die zu einer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme verpflichtet ist, dann kann man sich für die Fischtreppe sämtliche Flusskilometer aufwärts der Fischtreppe als Fläche, an der man eine Anreicherung der Natur betrieben hat, anrechnen lassen. Soll heißen, ich habe keine Ahnung, wie viele Rheinkilometer nach Iffezheim flussaufwärts bis zum Bodensee noch kommen, aber das sind ganz, ganz viele. Und mit dieser Fischtreppe in Iffezheim, ich weiß nicht, ob das eine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme gewesen ist, aber wäre es eine gewesen, dann hätte man damit irgendein riesen Katastrophenprojekt für die Natur, hätte man damit problemlos ausgleichen können, weil der gesamte Oberrhein jetzt wieder Lachse hat. Das gilt als extrem mächtiger Ausgleich. Und im Grunde ist es auch schön, dass der gesamte Oberrhein wieder Lachse hat, aber so eine Fischtreppe, was wird die kosten? Ein paar Millionen. Der Schaden, der insgesamt durch die Baumaßnahme, die man mit so einer Fischtreppe bezahlen kann, angerichtet ist, ist aber ums Zehnfache mindestens höher, mindestens. Beziehungsweise ist ohnehin immer die Frage, wie soll man Ökosystemdienstleistungen, die beispielsweise bei fehlendem Wald hinterher auch fehlen, wie soll man die einpreisen? Das wird viel diskutiert in der Fachwelt. Wald liefert ja nicht nur Holz, sondern eben auch Erholung. Kann man Erholung einen finanziellen Wert beirechnen, der jetzt fehlt, wenn der Wald fehlt? Was ist mit den diversen Arten, die da vorkommen? Wir wissen zum Teil noch gar nicht, wozu die gut sein könnten. Möglicherweise wächst da ein Pilz, der ein neues Antibiotikum herstellt, das irgendwie viel besser ist als alles, was jemals da gewesen ist. Und solche Fragestellungen. Das führt alles dazu, dass man einem intakten Ökosystem, insbesondere einem vielfältigen und komplexen, das heißt, wir können die ganzen Zusammenhänge überhaupt nicht überblicken, die da stattfinden, einem komplexen Ökosystem, wenn man dem noch einen Wert für die Komplexität, einen Ökowert sozusagen in Geld ausgedrückt zuweisen würde, dann wären die Summen, die bei solchen Ausgleichsmaßnahmen ausgegeben werden müssten,
sich locker das Doppelte, Dreifache oder je nachdem, wie man es formulieren möchte. Ein natürliches Ökosystem, wenn es wirklich ein natürliches ist, ist im Grunde unbezahlbar. Das kann man gar nicht in Geld ausdrücken, wie wertvoll sowas ist, meiner Meinung nach. Ja? Darum tut man sich auch so schwer mit der finanziellen, monetären Bewertung von Ökosystemdienstleistungen. Das jedenfalls sind die generellen Kritikpunkte am grundsätzlichen System erstmal. Jetzt können wir uns noch angucken, was die Firma Deges da insgesamt an Ausgleichsmaßnahmen für die A49 vorgesehen hat. Wie gesagt, das ist ganz in Ordnung. Es ist dass das Ausgleichssystem an sich blöd und marode ist, dafür kann Deges nichts. Ich will mich mit denen wirklich nicht anlegen. Die geben sich auf jeden Fall große Mühe. Das muss man schon sagen. So, es sind insgesamt 750 Hektar Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgesehen. Und dazu muss man sagen, auf 750 Hektar. Die pflanzen jetzt nicht 750 Hektar Wald auf, auch wenn das eine durchaus geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme gewesen wäre. Das ist in der Praxis ganz oft nicht möglich. Einfach weil Wald muss ja irgendwo stehen. Und der braucht eben die Fläche, die er nun mal braucht. Und die muss man erstmal irgendwo herkriegen. Und der große springende Punkt bei all solchen Maßnahmen ist eben, dass wir nicht plötzlich mehr Deutschland haben, nur weil wir mehr Autobahn bauen. Das heißt, wir verbrauchen endliche Ressource Platz. Ja? Und insbesondere wichtig bei Bau von Autobahnen, Parkplätzen, Städten, Wohngebieten und Ähnlichem ist die sogenannte Flächenversiegelung. Flächenversiegelung heißt, du kippst Beton auf den Boden, dann ist er dicht. Das ist in vielerlei Hinsicht ganz, ganz, ganz scheiße. Erstens Infiltration. Wenn es regnet und ein Großteil der Landschaft ist unter Beton, dann wird ganz viel Regen mit der Kanalisation direkt in den Fluss geleitet, steht im Boden nicht zur Verfügung, steht für den Bodenwasserhaushalt nicht zur Verfügung und ist weg. Vieles andere wird ganz schnell verdunsten, weil keinerlei Pflanzen da sind, die den Regen irgendwie aufnehmen müssen. Hingegen ist Beton meistens relativ warm und damit verdampft das Wasser ganz schnell und ist weg. Das sind die beiden wesentlichen Faktoren, die viel Beton als Faktor für den Wasserhaushalt einer Landschaft wirklich zu einem essentiellen Bestandteil machen. Zweitens, auf betoniertem Boden wächst nichts. Man kann also nicht irgendwas da anpflanzen. Biodiversität einer Autobahn, null. Ein Fichtenacker ist im Vergleich dazu quasi schon der tropische Regenwald, wenn man das wirklich mit einer Autobahn vergleichen möchte. Vorteil, man kann bei Autobahnen schon noch ein bisschen was reißen, indem man eine vernünftige Fahrbahnrandbegrünung macht. Ja, da muss ich jetzt mindestens wegen meinem Onkel kurz darauf hinweisen, das war eben sein Job. Und da kann man schon ganz, ganz viel richtig machen. Und da kann man ganz viel tun, um ja den Gesamtschaden an der Landschaft einer Autobahn nicht zu relativieren, das geht nicht, ja. Aber man kann da ganz viel richtig und ganz viel Positives tun, um da Gegenmaßnahmen sozusagen einzusetzen. Ja, trotzdem, die Flächenversiegelung an solche, die kann man nicht ausgleichen, weil die einzige Möglichkeit, die im relevanten und im vorgesehenen Umfang, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal, das ist nämlich unglaublich wichtig, auszugleichen besteht darin, dass man 250 Hektar, weil so viel Fläche versiegelt die Autobahn, glaube ich ungefähr, woanders aufreißt. Und das ist völlig unmöglich, weil man kann niemandem das Wohngebiet wegreißen, man kann nicht eine andere Autobahn einfach in der Mitte ein Loch reinmachen. Wird nicht passieren, nicht in unseren durchbesiedelten und eben viel zu engen, im Grunde für Ökosystemsichtweise haben wir ein viel zu enges Land. Wir sind viel zu dicht besiedelt und so viele Menschen, wie bei uns auf einem Haufen hocken, ist ungesund für die Natur. Ja? Für uns möglicherweise auch. Corona, yeah! Corona-Witz, ja egal. Das ist also ein Thema, ja, das ist wirklich ein Thema. Nochmal, wir wollten jetzt konkret die 750 Hektar, auf denen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgesehen sind, der Firma Deges besprechen. Ich weiß nicht alles, was die vorhaben. Ich habe mich durch diverse Interviews mit der Firma gelesen
und mal ein bisschen rausgeschrieben, was offensichtlich geplant ist. So, den Wald haben sie eben schon wieder aufgeforstet als Eichenmischwald. Das ist richtig, das ist gut, fertig, passt. Dafür haben sie ungenutzte Ackerfläche von Leuten, die sie verkaufen wollten, aufgekauft, haben dafür wahrscheinlich gutes Geld gezahlt. Und das heißt, die Ackerfläche nimmt ab, die Waldfläche nimmt wieder zu. Aber es ist deswegen auch ein Positivbeispiel, weil der Ausgleich der Waldfläche ortsnah passiert. Oft haben wir auch Situationen, da wird ein Wald gerodet und weit und breit steht überhaupt keine Fläche zur Verfügung, um den irgendwo anders alternativ nochmal hinzupflanzen. Und dann wird also die Aufforstungsmaßnahme 2, 3, 4, 500 Kilometer weit weg stattfinden und hat überhaupt keinen Bezug mehr zu der Stelle, wo Wald verloren gegangen ist. Was für die örtliche Bevölkerung vor allen Dingen ein Problem ist. Möglicherweise auch für den Wald selber, da der dann irgendwie zu klein werden kann, um bestimmte Funktionen, die nur ein großes Waldgebiet aufweist, wie zum Beispiel ein ausgeprägtes Bestandesklima, aufweisen zu können. Deswegen, das ist schon ein Thema, wenn man das zu weit weg macht. Hier ist es in der Nähe, das ist gut. Tümpel für Kammmolche wurden angelegt. Zwergfledermäuse-Unterkunftsmöglichkeiten wurden angelegt. Rotmilane sollen irgendwie supported werden, auch wenn ich leider nicht gefunden habe, mit welcher Maßnahme genau. Und irgendwann sollen dann auch noch Büffel hinzukommen, mit drei großen Fragezeichen, weil da hat der liebe Redakteur der entsprechenden Zeitung, die das so interviewt bekommen hat oder das Interview geführt hat, wohl nicht ganz mitbekommen, dass es sich mit Sicherheit nicht um Büffel handelt. Das wäre die amerikanische Variante, die nordamerikanischen Steppenbewohner, die von den Indianern so als Grundlage ihrer Zivilisation teilweise, kommt drauf an welche Indianer, ja, aber teilweise als Grundlage ihrer Zivilisation genutzt worden sind, die gibt es bei uns nicht. Die will man hier auch nicht auswildern. Was in Frage kommt, ist das Wisent und das wird wahrscheinlich auch gemeint sein. Das ist quasi der europäische Büffel, wenn man so möchte. Ja. Das Wisent ist offiziell ausgestorben. Es gibt allerdings noch ein paar Rückzüchtungen bzw. Wiederherzüchtungen von einzelnen noch in Zoos verbliebenen Wisenten, die man dann aufgrund dessen, dass der Bestand zu niedrig gewesen ist, mit Rindern kreuzen musste. Das heißt, das, was jetzt als Wisent dasteht, ist kein reinrassiger Wisent, sondern eine Kreuzung aus Wisent und Kuh. Beziehungsweise dann auch wirklich aus Büffel. Das geht auch, dass man Wiesent gegebenenfalls mit, ich weiß nicht, wie man das genau gemacht hat, aber das wollte man nur mal kurz erwähnen, das Wiesent ist ausgestorben. Das ist nicht fast ausgestorben, sondern es ist. Wir haben kein Original-Wiesent mehr. Auch wenn die Tiere, die jetzt als Wiesent rumlaufen, denen sehr, sehr ähnlich sehen und auch großartige Tiere sind. Ich will die auch gar nicht schlecht machen. Geht es nur um Details. Als Wissenschaftler ist mir sowas halt immer dann ein bisschen wichtig. Ja, gut. Zu diesen Punkten, den Tümpel für Kammmolche, die Zwergfledermäuse, Rotmilan und die Wisente, lege ich mal den Zettel weg und hole ein wenig aus. Denn Kammmolchtümpel. Kammmolche waren ja diejenigen, die quasi diesen ganzen Autobahnprozess, Bauprozess erstmal zum Erliegen gebracht haben, weil man eben Kammmolche gefunden hatte. Und Kammmolche haben eine wesentliche Eigenschaft, die sie wertvoll sein lässt. Sie sind selten. Und was selten ist, ist streng geschützt und damit kann man dann schon mal für 15 Jahre den Bau einer Autobahn hinauszögern, bis eine Umsiedlung der Kammmolche erfolgt ist und diese Umsiedlung ist jetzt der springende Punkt. Es ist schon häufiger vorgekommen, da gibt es viele Beispiele in Deutschland, wo eben durch das Finden von irgendwelchen vorzugsweise Molchen, die sind glaube ich so mit das häufigste, was man da so finden kann, es dazu kommt, dass ein Großbauprojekt erstmal gestoppt ist. Was macht man dann? Naja, man nimmt die Molche, sammelt die tatsächlich möglichst freundlich und schonend ein, mit freundlichen Personen, die nette Worte an den Molch richten, während sie ihn einsammeln und in einen Eimer verfrachten. Das ist ein schöner Eimer, noch mit Moos und einem Stück Holz dekoriert. Und dann wird der Molch samt Eimer irgendwo anders hin transportiert. Da hat man ihm ein Loch gebuddelt und in diesem neuen Loch soll er jetzt genauso gut leben können, wie da, wo er vorher gesessen ist. Das ist einerseits, finde ich es schön, dass das Vorhandensein von Molchen, die selten sind, ausreicht, um so einen Aufwand zu rechtfertigen. Das persönlich gefällt mir das irgendwo.
Andererseits ist es ein bisschen Augenwischerei, weil die Chance, dass diesen Molchen, die aus ihrem bekannten Ökosystem, das eine lange Entwicklung mit sich hatte, ja, in dem Tümpel, der irgendwas richtig gemacht haben muss als Lebensraum, als kleines Mikroökosystem, dass in diesem einen Tümpel jetzt noch eine so seltene, extrem vom Aussterben bedrohte Molchart vorkommt. Dafür muss da irgendwas richtig gewesen sein. Dass diese Molchart so selten und vom Aussterben bedroht ist, das hat meistens Gründe. In den allermeisten Fällen kennen wir diese aber nicht zu Genüge. Die Chance also, dass diese Molchart, die offensichtlich einen ganz, ganz speziellen Lebensraum benötigt und sehr empfindlich ist, darum ist sie ja selten, jetzt in irgendeinem angelegten, gebaggerten Tümpel, ohne brauchbare Vegetation, ohne Anschluss an das eigentliche Ökosystem, weil der man dem Tümpel gerade vor 10 Jahren dahin gebuddelt hat, der ist da nicht natürlich entstanden, der hat da keinen Kontakt zu umgebenden Pflanzen, der entwickelt jetzt eine ganz andere Vegetation, als die Molche gewöhnt sind. Und in diesen Tümpel setzt man jetzt die Molche und geht davon aus, dass die sich da genauso wohl fühlen wie in ihrem über Jahrtausende entstandenen natürlichen Tümpel, wo sie bisher gefunden wurden. Das ist Augenwischerei, schlicht und ergreifend. Die Chance, dass die Molche da überleben, besteht. Sie ist meiner persönlichen Meinung nach, ich bin jetzt kein Molchexperte, muss man auch dazu sagen, aber halt wirklich nicht besonders hoch. Und einfach nur die Molche wegtragen, woanders hinsetzen und so tun, als hätte es das Problem mit den Molchen niemals gegeben, das ist eine Verschleierungsstrategie. Ne? Dafür kann jetzt auch wieder die Firma, die das machen muss, nichts. Ja, die sollen diese Autobahn bauen, die haben den Auftrag bekommen, jetzt sind die Molche im Weg, jetzt müssen sie damit irgendwie umgehen. Ja, das wirklich, man darf da niemanden persönlich für verantwortlich machen. Außer vielleicht halt eben eventuell blame the Bundestag, das ist sowieso immer gut, gute alte deutsche Tradition. Oder sucht euch eine Partei aus, die eben versäumt haben, da in dieser Hinsicht per Gesetz irgendwas Vernünftiges zu entwickeln, um solche Molchpopulationen auch wirklich im Bestand zu sichern, beziehungsweise dass man dann halt eben eine riesen Autobahnkurve bauen muss, weil da Molche im Weg sind. Vielleicht wäre auch das eine gangbare Lösung gewesen. Ich weiß es nicht. Allzu viele Details sind mir da nicht bekannt. So, aber grundsätzlich ist ein neuer Molchtümpel nicht vergleichbar mit einem natürlich entstandenen über die Jahrhunderte, Jahrtausende, je nachdem wie alt der gewesen ist, im Ökosystem vernetzten Molchtümpel. Das ist wirklich ein Unterschied. So, Zwergfledermäuse. Fledermäuse sind dahingehend relativ dankbar, weil seit wir festgestellt haben, dass es bei denen wirklich nur im Lebensraum gefehlt hat und sie sich seitdem freundlich wie sie sind wieder ausbreiten, ist das eine praktische Maßnahme, weil wenn man Fledermaus-Nistkästen im Wald aufhängt, dann haben sie mehr Möglichkeiten, sich, also eigentlich sind das Sommerquartiere, ja, die werden sich nicht den gesamten Winter in irgendeinen kleinen Holzkasten drängen, da suchen sie sich bevorzugt irgendwelche Höhlen. Man könnte ihnen auch extra Höhlen anlegen, man könnte einen Fledermausbunker bauen, die Gelder, die hier investiert werden, da geht schon um einen hohen Millionenbetrag. Auch da lässt sich die Firma Degis da überhaupt nicht lumpen. Ich weiß nicht, was sie exakt für Fledermäuse machen. Aber das ist sinnvoll. Punkt. Ja? Also Fledermäuse, den Wald aufwerten, damit Fledermäuse oder die Landschaft, damit die sich da wohler fühlen, das funktioniert nachweislich auch sehr gut. Seit wir solche Maßnahmen ergreifen, seit es immer mehr ehemalige Keller gibt, die dann als Fledermausquartier genutzt werden, ehemalige historische Gebäude, bei denen man bis auf ein kleines Einflugloch alles zugemauert hat und jetzt sind sie Fledermausquartier, das funktioniert. Ich habe selber hier bei mir in der Region ganz viele Beispiele, wo es den Fledermäusen dadurch besser geht und man sieht sie jetzt auch. Also das ist ein sichtbarer Erfolg des Naturschutzes, vielleicht einer der größten. Die Fledermäuse, insbesondere in Baden-Württemberg, haben doch deutlich wieder zugenommen, wie es da oben jetzt aussieht, wo die A49 gebaut werden soll. Das kann ich euch natürlich nicht sagen, aber halte ich für eine wirklich sinnvolle Maßnahme. Ersetzt das Flächenversiedlung? Nein, ne? In keinster Weise. Hat miteinander überhaupt nichts zu tun, ist trotzdem schön. Rotmilane. Wie gesagt, kein Plan, was da genau vorgenommen werden soll, habe ich nicht rausgefunden. Büffel bzw. Wisente. Das ist sehr, sehr, sehr umstritten und in jedem Fall keine wirkliche
krasse Anreicherung der Landschaft. Wenn man Wisent irgendwo in den Wald stellen möchte, dann braucht der Wisent ein Gehege. Das sind riesen Viecher, die machen aus einem Menschen Kleinholz, wenn sie auch nur mal kurz eben Schnupfen haben und mal niesen müssen. Ja, also ein Wisent kann in unserer Landschaft auf keinen Fall frei gehalten werden. Man kann sehr große Gehege fürs Wisent anlegen und da kann es enorme Strecken dann auch zurücklegen und dann geht es dem Wisent auch gut. Das kann man machen, aber freilaufende Wisente, vergesst es. Das wird nicht passieren. Nee, niemals. Das kriegst du nicht durchgesetzt. Das heißt, innerhalb des Wisentgeheges bekommen wir ein Wisent geprägtes Wald. Offenland-Ökosystem, weil nämlich Wisente in der Lage sind, erstens mal sich am Baum zu reiben, dann ist irgendwann die Rinde auch weg, das sind Kräfte, die die Viecher entwickeln. Heieiei, googelt mal Wisent, guckt euch die mal an, beziehungsweise ich blende euch ein Bild ein, wenn ich dran denke. Und das sind wirklich also enorme Kräfte. Und das kann man jetzt nicht, das auf die Dauer ist der Wald dann kaputt. Wisente sind auch mit das Charaktertier, weshalb es eben auch Wissenschaftler gibt, seriöse Wissenschaftler, das wird viel diskutiert und ist nach wie vor ein Thema. Ich glaube zwar persönlich nicht dran, beziehungsweise finde die Argumente der Gegenseite besser, aber es gibt Wissenschaftler, die der Meinung sind, Deutschland wäre ursprünglich gar kein reines Waldland gewesen, also zu fast 90% mit Wäldern bedecktes Land, sondern lediglich eine Waldsteppenmischlandschaft, also zwischen Wäldern, lichte Wälder und viel Offenlandschaft, wegen dem Einfluss von so Tieren wie dem Wisent, das wir frühzeitig ausgerottet haben. Genau genommen weiß man es nicht, ob wir es ausgerottet haben. Das kann angenommen werden oder ob es aus klimatischen Gründen ausgestorben ist. Das kann auch angenommen werden. Speziell im Fall vom Wisent ist eine Ausrottungstheorie aber durchaus gar nicht so schlecht. Frage ist nur, wie weit wäre jetzt eine vorhandene Wisentpopulation tatsächlich in der Lage, ganz Deutschland von einem reinen Waldland zu einer Offenlandlandschaft zu beeinflussen? Das ist die große Forschungsfrage und da herrscht eben Uneinigkeit. Ich glaube nein, will aber jetzt nicht alle Argumente dafür aufzählen, das habe ich schon in einem anderen Video mal behandelt. Gut, was hat was für positive Aspekte auf die Landschaft? Erstens, es gibt Wisent. Das ist cool. Ja? In einem Wisent geprägten Lebensraum werden sich früher oder später andere Arten einfinden als in einem nicht Wisent geprägten Lebensraum. Das dauert sehr lange. Werden das besonders viele sein? Das wissen wir nicht. Also Wisent ist ein tolles Forschungsprojekt, ist was man auf jeden Fall auch sehr gerne machen darf. Habe ich überhaupt nichts dran auszusetzen, aber ersetzt das in irgendeiner Form Flächenversiegelung? Nein. So, dann soll ein ca. 5 Kilometer Flussgürtel, also 5 Kilometer Flussbereich insgesamt, sollen aufgewertet werden durch zum Beispiel das Pflanzen von Erlen. Das ist hervorragend. Das halte ich für mit vielleicht eine der besten, mal abgesehen vom reinen Wald wieder aufforsten, halte ich das für mit eine der besten ergänzenden Maßnahmen zur Aufwertung der Landschaft. Also alles, was wir jetzt bisher gerade durchgegangen sind, außer das eigentliche Aufforsten, das ist ja eine Landschaftsaufwertung. Typischerweise ist auch, dass man Streuobstwiesen noch ein paar zusätzliche Bäumchen dazu pflanzt. Bei Streuobstwiesen ein paar Haufen mit Gestrüpp reinlegt, als Rückzugsort für Schlangen beispielsweise, als Rückzugsort für Eidechsen verschiedener Art, dass man irgendwelche Wiesen beweiden lässt von Schafen. Gibt es ganz, ganz selten, aber könnte man theoretisch auch tun, weil dadurch ein anderes, wertvolleres Ökosystem als eine normale Fettwiese, also die stinknormale Wiese, die man irgendwo in Deutschland irgendwo finden wird, ist eine Fettwiese. Das heißt, die hat so viel Dünger abbekommen im Laufe der Zeit und da sind so oft Tiere drauf gewesen, die draufgeschissen haben, dass diese Wiese einen hohen Nährstoffhaushalt hat. Damit setzen sich nur relativ wenige an einen hohen Nährstoff angepasste Arten durch und diese Wiese wird eine relativ geringe für Verhältnis einer Wiese. Eine Wiese hat immer eine recht hohe Biodiversität, aber trotzdem wird sich da eine eher, also pflanzliche Biodiversität, nur pflanzliche. Insekten sind auch noch ein paar da, klar, aber vor allen Dingen die pflanzliche Biodiversität ist zum Beispiel höher als im Wald auf einer Wiese, wenn es eine magere Wiese ist. Ja. Und wenn sie fett ist, dann eben nicht. Aber eben ein Rasen, der kaum
gedüngt wird, beziehungsweise dem die Nährstoffe abhanden kommen, weil dauernd die Schafe drüber rennen und alles wegfressen, gleichzeitig aber nachts noch in den Stall getrieben werden, das heißt die Wiese nur abfressen, aber nur die Hälfte des Tages da auch wieder das Gefressene drauffallen lassen, also sprich Schafköttel, führt dazu, dass es netto irgendwann zu einer Nährstoffverarmung kommt, und das ist gut hinsichtlich der Biodiversität, weil eben viel mehr Pflanzenarten an eine magere Wiese angepasst sind und eine größere Biodiversität dann eben entsteht als auf einer fetten Wiese. Außerdem haben wir fette Wiesen überall, magere Wiesen sind selten. Selten ist in diesem Zusammenhang immer gut. Ja, ja, genau, das war das mit den Wiesen. Aber eigentlich wollte ich ja über Erlenanreicherung am Fluss sprechen. Das ist auch so eine typische Maßnahme, wo eine vorhandene Landschaft optimiert wird, naturnäher gemacht wird. Man ändert nicht den Landschaftstyp, man pflanzt also keinen Wald, sondern man ergänzt. Und bei den Oberlauf von Flüssen. Oberlauf ist das Ding, was so etwa 2 bis maximal 4 Meter breit, ja, ungefähr so in dem Bereich, 2 bis 4 Meter. Das nennt man Oberlauf, da kommt also schon ordentlich Wasser runter. Das Wasser fließt noch schnell. Der Nährstoffeintrag im Wasser ist eher relativ gering. Das heißt, das Wasser enthält nicht viel Leckeres. Es können da langsam schon Fische vorkommen. Wenn ja, dann sind es keine besonders großen. Manche Fische nutzen sowas allerdings auch schon als Laichgewässer. Vorm Oberlauf liegt der Quelllauf. Der Quelllauf ist so ein kleiner Bergbach, der wirklich munter und stark sprudelnd schnell den Berg runterfließt, oft auch eine Schlucht entsprechend eingräbt, weil das Wasser eine enorme Geschwindigkeit hat. Das ist so schnell wieder weg und da sind diese Kräfte des Wassers so groß, dass wir direkt am Quelllauf kaum wassergebundene, älter werdende Vegetation finden. Sprich, der Quelllauf hat keine speziellen Baumarten direkt nebendran. Der Oberlauf hingegen, da ist das Wasser zwar immer noch flott unterwegs, aber es gibt bereits speziell an die Situation, ich stehe am Fluss, angepasste Baumarten, und ganz typisch ist in diesem Fall die Erle. Wenn die Erle an irgendeinem Oberlauf nicht vorkommt, dann liegt es daran, dass man sie umgesägt hat, weil man sie dann nicht haben wollte, weil man den Acker bis zum Fluss, und zwar wirklich bis zur Abbruchkante, den Acker ausziehen wollte, und hatte man keinen Platz für einen erlenbewachsenen Uferstreifen, der zu diesem Fluss eigentlich gehört. Will man jetzt stattdessen eben diesen erlenbewachsenen Uferstreifen wieder haben, muss man ihn hinpflanzen, zumindest wenn man es frühzeitig haben möchte, muss ein paar Meter links und rechts vom Fluss auch entsprechend an Land aufkaufen, und dann kriegt man tatsächlich einen naturierten Fluss mit Ufervegetation, wie sie dahin gehört. Weil wenn die Erlen erstmal da sind, dann wird auch alle andere Ufervegetation, die in Kombination mit den Erlen direkt am Fluss, am Oberlauf vorkommen soll, sich nach und nach einstellen. Und das halte ich persönlich auch für eine hervorragende und wirklich wertvolle Aufwertung der Landschaft. Toi, 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 das ist eine prima Idee. So, außerdem soll es, ohne nähere Angaben, wie immer, ich beziehe mich hier nur auf Interviews, neue Feuchtgebiete für Reptilien und Insekten geben. Und da ist auch wichtig, dass diese Feuchtgebiete dann auch 30 Jahre lang eben entsprechend betreut werden sollen. Diese Betreuung ist ganz essentiell. Ein Beispiel bei mir aus dem Wald, ein Tümpel. Da hat man es gut gemeint, da hatte man das Personal und hat ein schönes Schild dazu aufgehängt, welche Gruppierung, es waren glaube ich ein paar Auszubildende vom Forst, da jetzt, war es der Forst? Ich weiß es nicht mehr. Aber es waren ein paar Auszubildende, die haben sich da eben zusammengetan und haben da dieses Feuchtbiotop angelegt. Sie haben es nur angelegt, sie haben also quasi den gesamten Umfang des Biotops entsprechend ein bisschen gepflegt, sie haben die Kuhle ausgehoben, damit da halt eben ein Tümpel entsteht, haben noch ein paar Steinchen hingelegt, haben das alles schön modelliert, sah dann gut aus, haben ihr Schild aufgestellt, wir waren das, schaut, was wir Tolles gemacht haben, und dann waren sie wieder weg. Idee, toll, Umsetzung, weil die Pflege hat gefehlt. Man hat das hinterher nicht nochmal großartig angeguckt, hinterher hat sich keiner mehr dafür zuständig gefühlt und innerhalb von wenigen Jahren dürfte klar geworden sein, wenn man da als halbwegs kundiger dran vorbeiläuft, dieser Tümpel funktioniert so nicht. Warum nicht? Die Wände sind zu steil. Amphibien brauchen flache Ufer, an denen sie sich ein bisschen sonnen können. Sie wollen nicht so ein Ufer. Da können sie sich nicht sonnen.
Tonnen, da kippen sie ja jedes Mal wieder runter ins Wasser und kommen da auch nur extrem mühsam hoch. Das gefällt denen nicht. Die Umgebung eines möglichen Laichgewässers wird von den meisten Amphibien schon zur Kenntnis genommen, ob es denn überhaupt ein geeignetes Laichgewässer ist. Mit dem Erfolg, dass dieser Tümpel, der inzwischen Wasser und ein paar Wasserpflanzen aufweist, nahezu völlig frei von Amphibien ist. Also was man ursprünglich haben wollte, nämlich da einen Rückzugsraum für Frösche und Kröten aller Art zu bieten, hat überhaupt nicht funktioniert. In der Umgebung kann man aber Frösche und Kröten in irgendwelchen Tümpeln am Wegesrand, die per Zufall entstanden sind, weil da jemand mal ein bisschen rumgebuddelt hatte, die nie als Biotop gedacht waren, da sitzen die Kröten und Frösche entsprechend drin, weil sie da flache Ufer haben. Ein Steilufer ist einfach eine bescheuerte Idee. Ja, also gut gemeint. Der Tümpel ist auch eine Ergänzung des Ökosystems, weil da ein paar Wasserpflanzen drin vorkommen, die es in der näheren Umgebung nicht gibt. Aber er ist längst nicht so biodivers, wie er hätte sein können, wenn man dann einfach eben nochmal mit dem Bagger gekommen wäre, 2 Jahre nach Anlage festgestellt hätte, scheiße, hier tut sich ja überhaupt nichts, und einfach die Wände noch ein bisschen abgeflacht hätte. Ja. Jedes Mal, wenn ich da vorbeikomme, wünsche ich mir eine Schaufel dabei zu haben und eines Tages in einer Nacht- und Nebelaktion. Nein, mache ich natürlich nicht, aber ja, ja, man möchte fast. Man möchte wirklich fast. Gut, das ist eben der Faktor Pflege. Ja? Wenn du was anlegst und meinst es gut und stellst dann hinterher fest, das wird nichts, dann kannst du es noch korrigieren, wenn du dann noch da bist, wenn du es dir überhaupt jemals nochmal anschaust. Und das ist eben der springende Punkt bei den meisten und bei ganz vielen dieser Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, dass eben kein Mensch hinterher nochmal kommt und sich es nochmal anschaut. Sondern man macht was, macht ein Foto, macht einen Presseartikel dazu, holt die Zeitung, alle kriegen mit, was man da Tolles gemacht hat, und dann ist man weg und hinterher checkt es eh keiner, ob das jetzt nun gut funktioniert oder nicht gut funktioniert, weil da selten ein Biologe vorbeiläuft oder jemand, der sich halt eben sonst irgendwie mit der Thematik auskennt. Und das nächste ist, wenn da so einer vorbeiläuft, dann hockt er meistens im Elfenbeinturm der Wissenschaft und es interessiert ihn, er nimmt es vielleicht zur Kenntnis, aber er wird bestimmt nicht eine Social Media Kampagne starten, um eben entsprechend auf die Missstände aufmerksam zu machen. Insbesondere zum Beispiel auch ein Förster. Meine Kollegen, ich habe sie ja alle sehr gerne und schätze sie sehr und habe viel von ihnen gelernt vor allen Dingen. Aber die haben alle so ein bisschen das Problem, dass wir uns gerne im Wald verstecken und da auch gerne bleiben und da gar nicht so unbedingt raus wollen und auch nicht unbedingt an die Öffentlichkeit. Und das ist mitunter vielleicht wirklich ein Problem von vielen, vielen ökologiebasierten Berufen, dass ja, die Öffentlichkeit manchmal durchaus der Ort wäre, in dem sowas diskutiert werden sollte. So, jetzt muss ich noch mal ein bisschen lesen, was noch auf meinem Zettel steht, aber wir haben es auch bald, glaube ich. Ja, wir haben es sogar ziemlich bald. Ich habe nämlich bloß noch 2 kleine Ergänzungen der Vollständigkeit halber. Es sind tatsächlich 250 Hektar, die da flächenversiegelungsmäßig versiegelt werden. Wahrscheinlich sowas um die 250 Hektar. Also der Plan, ja, weiß man ja noch nicht, ist ja auch nicht fertig. Und ich wollte noch kurz erwähnen, kurzfristige Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität sind nicht nachhaltig und ihr Funktionieren ist fragwürdig. Das ist jetzt dieses generelle Problem mit den Molchteichen, mit den Feuchtwiesen, die angelegt werden sollen. Weil, ja gut, für die allermeisten Pflanzen und Tiere hier bei uns, die selten sind, die allermeisten sind deswegen selten, weil ihnen der Lebensraum fehlt, weil wir immer mehr Kulturfläche haben, auf der können sie nicht leben, dementsprechend fehlt ihnen mögliche Fläche, wo sie sich verbreiten könnten, und wenn das nicht das Problem ist, dann ist es meistens die Zerschneidung der Landschaft, heißt, wo eine Autobahn ist, kommst du als Wirbeltier schwierig drüber. Ein Molch, der über eine Autobahn kriecht, Frösche auf der Autobahn kommen selten drüben an. Irgendwie sowas habe ich mal in diesem Zusammenhang gehört. Das ist leider so. Ja? Und überhaupt Kröten und Straßen, muss ich niemandem erzählen, dass das mitunter sehr böse enden kann. Igel und Straßen, selbst der Fuchs wird gerne mal überfahren. Rehe, Wildschweine, okay, bei Wildschweinen ist es noch so ein bisschen eine ausgeglichene Geschichte, fast. Das Wildschwein ist tot, wir haben einen Blechschaden, durchaus einen massiven mitunter. Manchmal sind wir auch tot. In dem Fall ist es dann ein wirklich ausgeglichenes Verhältnis, aber ansonsten, ja, schwierig, ne? Also grundsätzlich einfach irgendwo einen Tümpel hinbuddeln und meinen, jetzt hat man die Biodiversität erhöht und das wird für immer so bleiben.
So ein Tümpel verlandet auch irgendwann wieder. Manche Tümpel halten überhaupt kein Wasser. Das hat man auch schon gesehen, dass da jemand einfach ein Loch im Boden gebuddelt hat und meinte, jetzt hätte er einen wunderbaren Tümpel angelegt, aber die Versiegelung dieses Loches hat nicht so richtig funktioniert. Das Wasser ist einfach abgeflossen, ging dann doch nochmal irgendwie durch den Boden. Oder man macht erstmal eine gute Versiegelung, dann kommt aber der Eichelherr. Der Eichelherr pflanzt da ein paar Eicheln. Die Eicheln wachsen. Die Eiche hat eine Wurzel, die reißt dir so eine blöde Versiegelung, wenn du einfach mit der Baggerschaufel ein paar Mal blüpp, 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 jetzt habe ich den Boden verdichtet, jetzt entsteht hier ein toller Teich und der ist nach unten auch dicht. Das kann klappen, das muss nicht klappen. Natürliche Gewässer, Oberflächengewässer, haben oft eine wirklich, wirklich, wirklich tiefgehende Tonlinse unten drunter im Boden, die für eine massive Verdichtung und eine massive Wasserdichtigkeit ganz natürlich über Jahrtausende entstanden sorgt. Und sowas ist nachhaltig. Selbstgemacht kann, wenn es gut gemacht ist, kann, ja, aber es gibt da einen gewissen Fehlerfaktor. Und ich möchte jetzt bitte wirklich auch keinem Landschaftsgärtner oder Landschaftsarchitekten auf den Schlips getreten sein. Ich hoffe, ihr wisst auch, euer Job braucht Erfahrung, euer Job ist nicht einfach und wenn man das falsch macht, dann funktioniert es halt einfach nicht, ja. Also die Guten unter euch wissen, dass es wahrscheinlich auch die Schlechten unter euch gibt, ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist wie überall, es gibt auch miese Förster, selbstverständlich, ja. Genau. Und dann noch die Geschichte mit den 85 Hektar fehlenden Wald. Um sich das nochmal schön vorzustellen, habe ich hier mal aufgeschrieben. Das ist ein Streifen 4,2 Kilometer mal 200 Meter. Ja? Also ein 200 Meter breiter Streifen, der 4,25 Kilometer lang ist. Damit kann man sich das, glaube ich, doch ganz gut vorstellen. Es ist also schon eine Fläche, die man ernst nehmen müsste. Und dann kann man sich übrigens mal ausrechnen, nachdem ich ja gesagt habe, 0,05 Förster, also ein 20stel Förster ist da zuständig, was für eine riesen Waldfläche heutzutage ein Förster eigentlich betreuen muss. Das ist auch nicht in Ordnung. Ja, wirklich nicht. So, ja, aber dann vielleicht noch die Zauneidechse. Die Zauneidechse, da wurde mal dann auch nochmal ein bisschen geprüft. Eventuell wird man durch die Zauneidechse nochmal ein Umsiedlungsprojekt durchsetzen können. Aber die Zauneidechse wird den Wald auch nicht retten. Und die habe ich mir nur noch aufgeschrieben, weil das da irgendwo auch mal im Gespräch stand, ob da nicht eventuell mit der Zauneidechse noch was gehen würde. Die ist nämlich auch selten. So, und damit sind wir durch. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, grundsätzlich etwas, was gut gemeint ist, was aber in den seltensten Fällen den Effekt hat, den es rein vom Gesetz her eigentlich haben sollte. Etwas, was wir in Deutschland viel zu stiefmütterlich behandeln und was wir mehr im Auge behalten sollten, ob das auch so umgesetzt wird, wie es geplant ist. Ich hoffe, dass in diesem prominenten, halbwegs prominenten Fall einige Leute da mal einen Blick drauf haben werden. Ich habe ja jetzt mit ein bisschen drauf aufmerksam gemacht. Nochmal, nichts gegen die zuständige Firma, aber das kann ja auch nur in deren Interesse sein, wenn sie wirklich ein Interesse am Ausgleich ihrer Schäden haben, dass dann das auch alles gut funktioniert. Und ich möchte Ihnen wirklich nicht unterstellen, dass Sie kein Interesse daran hätten, dass Ihre Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dann nicht funktionieren. Ich denke schon, die werden sich auch freuen, wenn das alles klappt und werden dann gerne auch nochmal ein paar Pflegemaßnahmen machen, solange man ihnen erzählt, dass die gerade notwendig sind, weil sie es möglicherweise ja auch gar nicht mitbekommen, weil sie zur Überprüfung zwar auf dem Papier irgendwo verpflichtet sind, das aber nie sanktioniert wird, wenn es nicht stattfindet. Ja? Also wäre, glaube ich, allen damit geholfen. Ist es blöd, jetzt noch eine neue Autobahn zu bauen, jetzt wo dringend eine Verkehrswende notwendig ist? Ich meine ja. Hätte man da eine andere Lösung, eine bessere Lösung finden können? Ich meine ja. Ist es schwierig, per se automatisch alle Autobahnen zu verteufeln in dem Land, das die Autobahn erfunden hat, in Anführungszeichen? Werden wir in Deutschland in absehbarer Zeit auf Autobahnen verzichten können? Auf keinen Fall. Das lässt sich bestimmt nicht durchsetzen. Mit Sicherheit nicht. Und wenn wir alle, ob wir jetzt mit dem E-Auto rumfahren oder mit dem Töff-Töff oder mit dem Wasserstoffauto oder mit was auch immer, solange Individualmobilität weiterhin ein großes Thema für uns Deutsche sein wird, und ich sehe nicht, dass sich das irgendwann ändern wird, wird die Autobahn nach wie vor eine große Rolle spielen. Und das heißt, wir werden uns nach wie vor damit abfinden müssen, dass es die Dinger gibt. Aber noch mehr, würde ich behaupten, brauchen wir da mit Sicherheit nicht. Also weitere Autobahnneubauten, meiner Meinung nach sollten die wirklich dringendst damit jetzt aber auch abgeschlossen sein. Jo. Das müsste es gewesen sein.
Ich wünsche, wie immer, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Und ja, schreibt mir was Nettes in die Kommentare, wenn ihr mögt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.